Flohmarkt kann Stress sein? Ja, kann Stress sein. Und es ist jetzt einer der letzten Flohmärkte im Jahr 2024. Haben wir überhaupt noch was gefunden? Wenn wir was gefunden haben, das seht ihr gleich. Das Jahr neigt sich zum Ende. Wir haben ja Ende Oktober langsam und meine Flohmärkte in meiner Gegend hören auf. Da gibt es nicht mehr viele. Es war jetzt der vorletzte Flohmarkt und damit heiße ich euch jetzt erstmal willkommen zu einem neuen Video. Willkommen dazu, dass ich euch meine Pickups vom Flohmarkt zeige. Ja, wir haben was gefunden und ich erkläre euch auch gleich, warum ich ein bisschen gestresst war bei dem Flohmarkt. Es ist ein Flohmarkt, der von einem Ausstatter inszeniert wird, wo eben halt auch sehr viele Entrümpler, Semihändler und ihr kennt es alle, diese Gamehändler und all solche Sachen eben stehen. Deswegen ist es ein wenig nervig, kann ich ganz so sagen manchmal, weil diese Händler, und das war der Punkt, einige von den Händlern sind sehr frech geworden, finde ich, und auch lassen überhaupt keinen Handlungsspielraum. Die werfen eine Zahl in den Raum, ob die gut ist oder realistisch ist, spielt gar keine Rolle. Die sagen dann, das ist, ich will 10 Euro haben, dann will ich 10 Euro haben. Aber auch mit einer für mich nicht mehr schönen Tonlage. Es hat einfach sich bei uns so ein bisschen in der Gegend so entwickelt, dass das doch ein bisschen unhöflicher geworden ist. Und richtig handeln kann man mit Privatleuten. Ich finde, es muss im fairen Bereich sein. Wenn man einer 10 Euro sagt, ich sage 7 Euro, einigt man sich auf 8 oder 9 Euro zum Beispiel. Ist auch völlig in Ordnung. Aber dann immer so negativ knallhart sagen, nö, mach ich nicht. Und so gar kein Entgegenkommen, aber auch mit einer frechen Tonlage, das kann mich manchmal ein bisschen stressen und nerven, und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ja, ich habe wohl auch das Talent dann, wenn man mich ja so ein bisschen reizt, dass ich dann auch ein bisschen frecher kontere. Das mache ich ganz manchmal ganz automatisch. Naja, nichtsdestotrotz, wir haben ein paar schöne Sachen gefunden. Es war, wie gesagt, ein kleiner Flohmarkt bei mir auf so einem Supermarktparkplatz, der ist 10-mal im Jahr, ist eigentlich auch recht schön. Aber jetzt eben zum Ende des Jahres sind nicht mehr so viele Privathändler da. Das war auch so, wir waren gegen 6:45 von mir losgefahren, das waren wir so gegen 7:30 da. Das ist so die Zeit, wo die viele dann erst aufgebaut haben, dadurch, dass es noch dunkel ist. Es war wirklich auch erst hell geworden, so gegen 7:30. Haben auch sehr viele Private meist dann aufgebaut. Man muss doch aufpassen, also viel die Feuchtigkeit nimmt auch Überhand an den Sachen. Da macht man auch nicht mehr alles mitnehmen sozusagen. Es war einiges da, man musste ein bisschen gucken. Einige hatten auch Games. Da war ein Privathändler, der hatte sehr schöne Games, wo ich gerne ein paar Sachen auch mitgenommen hätte, aber die Preise waren einfach zu hoch. Die waren so gerade fast schon eBay noch Normalpreis. Also da wollte man für die meisten PlayStation 4 Spiele, obwohl es sehr schöne Titel waren, so wie The Quarry, die Man of Medan und House of Ashes und so weiter, da wollte man immer 20, 25 Euro. Bei einem war ich ein bisschen überlegen, beim Spiel, weil es im Steelbook war, habe ich dann sein lassen. Das war auch als einziges später weg. Vielleicht war es ein Schnäppchen, dadurch war es weg, ich weiß es nicht. Ist auch egal. Das passiert. Ansonsten, ja, wir mussten ein bisschen gucken, wir mussten ein bisschen suchen und nur dann, ja, ein bisschen vergraben, haben wir so ein paar Schätzchen rausgegraben in unseren Augen. So, ich fange gleich an mit einem Comic, das mein Bruder gefunden hat. Wir haben schon mal Band 1 gefunden. Das ist jetzt Band 8, Young Donald Duck. Eine Geschichte mit den Jungen oder Jugendlichen, Mickey Mouse, Goofy, Donald. Ich persönlich bin nicht so von der Serie angetan, aber gut, wir haben es noch nicht, den Band. Und ich kann es, glaube ich, für 2 Euro. Also in dem Sinne ist das jetzt nicht gerade etwas, was man liegen lassen kann. Dann haben wir ein anderes Comic gefunden. Zusammen noch mit einem Prospekt, da haben wir zusammen 4 Euro bezahlt. Man wollte 5 Euro für zusammen, mein Bruder sagte 4, war auch alles klar dann. Und zwar haben wir hier einen Comic, und zwar Das Schwarze Loch. Richtig schönes Comic. Das ist halt zu dem Kinofilm Das Schwarze Loch von Walt Disney. Hier noch mit D-Mark. Es ist Heft 1. Ich gucke gerade hier noch am 13. Oktober überhältlich. Ich muss mal gucken, ob hier ein Datum steht. Ja, 1980. Das ist von 1980. Hier gab es sogar damals noch von Disney Zorro Comics. Habe ich auch mal gehabt in meiner Kindheit. So klassischer Zorro. Und hier hat man halt den Film in Comicform erzählt. Richtig schön. Ist halt schon ein bisschen älter. Die
klammern sich, sind verrostet, müsste man theoretisch austauschen, weil der Rost greift schon so über. Das zieht so die Feuchtigkeit und an, das sieht man hier so in der Mitte. Naja, vielleicht machen wir das nochmal. Auf jeden Fall gab es das, wie gesagt, für 3 Euro. Und dann habe ich noch dieses Prospekt gefunden. Das ist nicht, ist ein Carlsen-Prospekt. Ich habe die früher alle mal gehabt, aber dann auch abgegeben. Von Carlsen Comics von Oktober 94 bis 95. Welche Comics da rausgekommen sind. Das sind nicht viele Seiten drin. Das sind ein, zwei Artikel. Hier ist Spiro und Fantasio 40, tolle Abenteuer. Tim und Struppi dreimal die schwarze Insel. Hier haben sie gerade diese drei Tim und Struppi Ausgaben, die es damals gab, von der schwarzen Insel beworben. Und was so an Highlights kommen. Und dann hat man hier sozusagen jeden Monat, welches Comic erschienen ist. Und da kann man mal so gucken. Da ist zum Beispiel noch Rick Master erschienen, 25. Ich überlege gerade, 25 ist das letzte Comic im Verlag von Carlsen gewesen. Ich sehe sogar noch hier haben wir Yokozuno, der kann man wahrscheinlich kaum, ich werde da ein Foto von machen. Hier, der Astrologe von Brücke, das ist ein alternatives Cover, wie ich gerade sehe. Ja, da werde ich ein kleines Foto für euch einblenden, damit ihr es besser sehen könnt. Interessant, habe ich so nicht gedacht. Naja, muss ich mal genauer anschauen. Wie gesagt, deswegen habe ich es mir auch gekauft. Gab es jetzt zusammen für 4 Euro, da kann man nicht viel verkehrt machen in dem Sinne. Und das ist halt, ja, spannende Werbung. Ich gucke gerade, was nehme ich als nächstes. Das nächste ist mickrig. Ich gucke ja immer gerne nach Pins, wie ihr wisst. Und da gab es 2 Händler, die hatten Pins, aber war wirklich, es war so ein paar Werbepins, aber irgendwie nichts, was mir jetzt so zusagte. Ich hätte vom Premiere, vom damaligen PTV-Sender was nehmen können, aber das wollte ich dann auch nicht. Aber was ich gefunden habe, und das finde ich wesentlich witziger, ich muss euch da auch ein Foto von einblenden. Ich habe einen Pin, leider ohne hinten die Halterung, von Microsoft, eine Microsoft-Maus mit Stück Kabel gefunden. Finde ich mega witzig. Hat mich 1 Euro gekostet. Also, finde ich richtig cool. Sieht man auch nicht alle Tage. Ja, am gleichen Stand habe ich dann noch das hier gefunden. Ich habe es aber noch nicht kontrolliert, ob es vollständig ist. Und zwar dieses Sindbad-Quartett. Ich habe es auch schon in meiner Sammlung, aber für den Preis konnte ich das jetzt nicht liegen lassen. Das ist sozusagen Quartett. Dann wird dann aus der Sindbad-Zeichentrickserie wird ein Bild gezeigt und dann ein Text dazu zu der Folge und so weiter. Aber auch nicht schlecht. Das muss ich nochmal nachziehen, ob alle Karten dabei sind, aber ich glaube schon. Die Hülle ist noch in sehr schönem Zustand und das sieht auch sehr, sehr schön aus. Und wie gesagt, für 1 Euro nehme ich dieses Kartenspiel oder das Quartettspiel gerne mit, das aus dem Jahre 1978 stammt. Richtiger Klassiker, kann man ja so sagen schon. Ja, weiter geht's dann, bevor wir eigentlich nur zu Filmen und Spielen kommen. Eine Hörspielkassette habe ich gefunden. Gab es für 1 Euro. Ja genau, 1 Euro von Bim Bambino. Ritter Römer Ravioli. Habe ich auch noch nie gesehen, Bim Bambino Kassetten. Hier ist dann auch für ein Kabel 1 die Figur, steht hier drauf. So. Es gibt sogar weitere Abenteuer. Hier werden eine CD, Binos und Lucys Lieblingshits angekündigt. Dann gibt es 8 Hörspielfolgen. Die Sprecher sind hier gar nicht so genannt. Interessant. Interessant. Es wird allgemein nur Sprecher genannt oder Mitwirkende. Das ist so ein bisschen geheim gehalten, wer ihn spricht. Interessant. Und hier steht drin, wie die Sendezeiten sind. Ja, aber wie gesagt, das gab es für 1 Euro. Wird mich aber auch verlassen. Ich weiß, dass der Flo, der gute Bürgermeister, ein großer Fan ist von Bim Bambino. Und er hat was, was ich gerne hätte, beziehungsweise. Und ich habe ihm halt das für ihn und wir tauschen das dann auch. Das finde ich auch ganz witzig. Und ja, freut mich, dass ich was gefunden habe, was dir auch gefällt, Flo. Ja, weiter geht es. Mit Filmen, genau, bevor ich zu Spielen komme, kommen die Filme. Es gab ein paar DVDs und es gab ein paar Blu-Rays, aber auch nur eine Handvoll. Das war eigentlich auch gar nicht so teuer. Ich glaube auch, wir haben jetzt hier na, etwa 1 Euro pro DVD bezahlt, kann man sagen. Und 2 Euro etwa pro Blu-Ray. Also es war wirklich sehr günstig.
Und zwar haben wir hier einmal mitgenommen die DVD von She's the Man, voll mein Typ, mit Amanda Bynes. Aber hauptsächlich, ich meine, ich habe den im Fernsehen mal gesehen, das ist auch so eine Jugendschauspielerin, die eigentlich sehr erfolgreich war, bis sie selbst eben halt in ihre Privatprobleme gerutscht ist. Aber hier ist sehr interessant, spielt ein junger Channing Tatum mit, der ja mit Magic Mike später mega erfolgreich ist und auch anderen Actionfilmen und so weiter. Ja. Und ja, da wollten, haben wir immer mitgenommen, deswegen. Genauso hier ein Trash-Film, inklusive Making-of, das wohl mal in einer Bundle-Version war, mit irgendwelcher Hardware zusammen, so steht es hier hinten drauf. Ist wahrscheinlich qualitativ nicht gerade das beste DVD-Label, ist hier Space Truckers. Mit Dennis Hopper, Steven Dorff, der ja den Bösewicht in Blade spielte, und Charles Dance, später ja sehr erfolgreich in Game of Thrones. Ist halt ein Trash-Science-Fiction, lässt sich nicht, ja. Schaut euch einen Trailer bei YouTube an, dann werdet ihr sehen, warum Trash. Ja, einen Jackie Chan-Film haben wir mal wieder gefunden. Diesen haben wir, glaube ich, nicht in der Sammlung. Die Unbesiegbaren der Shaolin. Gab es, wie gesagt, auch für einen Euro. Und ist auch komplett. Auch schon mit Handbuch oder Infobuch. Gibt es nicht alle Tage. Ist sogar ab 18. Wahnsinn. Naja. Auf jeden Fall haben wir den noch nicht in der Sammlung gehabt. Den haben wir jedenfalls nicht mal in der Liste gefunden. Und ja, warum nicht? Nimmt man die mit. So, dann haben wir zwei Filme, die Upgrades sind, weil wir sie nur auf DVD haben. Deswegen fliegen DVDs bei mir aus der Sammlung raus. Und ja, diese beiden Filme werden als Blu-ray sozusagen jetzt drin sein. Und zwar Bube, Dame, König, Gras, der Guy Ritchie-Film. Dann Simon Pegg und Nick Frost. Welcher mag es sein? Nein, nicht Shaun of the Dead. Hot Fuzz. Der fehlt uns noch als Blu-ray. Und ja, den Film haben wir eigentlich als Blu-ray. Nur, ich fand das Steelbook geil. Und zwar von 300, Rise of the Empire. Ist jetzt die Fortsetzung zu 300 gewesen. Ist ganz okay, kein Vergleich mit dem ersten Film von Zack Snyder. Aber das Steelbook, und das sollte 2 Euro kosten, also in dem Sinne, habe ich es gern mitgenommen. Ja, ich fange auch jetzt mit Gaming an. Und da fange ich auch mit einem Steelbook an. Da haben wir einen Zehner für bezahlt. Es ist schon ein bisschen teurer, aber gut, Steelbook kosten ja meistens so. Und zwar ist es einfach das Steelbook, ich vermute, es ist mit dem Game gewesen, das lag da auch. Da wollte man aber noch einzeln dann auch 20 Euro haben. Braucht man nicht, weil es handelt sich um The Elder Scrolls Online. Und das ist wirklich hier nur das Steelbook mit so einem Download-Code. Und das sieht mega aus. Haben wir für einen Zehner mitgenommen. Sieht man nicht alle Tage, ist auch im sehr schönen Zustand. Ja, hinten einen kleinen Kratzer, aber ganz, das ist sonst völlig in Ordnung. Und ja, das haben wir dann für die Sammlung gerne genommen. So, dann haben wir ein PC-Spiel gefunden. Haben wir auch schon eigentlich, ja, auch in der Big Box, aber das lässt man nicht liegen. Und zwar kann es sich um das Adventure Blade Runner. Das ist sozusagen der Teil, der in der Box drin ist. Da fehlt auch noch das Handbuch und man kann es so aufklappen, je nachdem, welche Disc man gerade braucht. Und hier seht ihr das, ich muss aufpassen, dann waren alle 4 offen. Ist eine wahnsinnig witzige Idee. Und ja, das ist das, was ich meine. Man schmeißt, wenn man nicht aufpasst, die CDs raus. Sehr schöner Zustand, die Discs sind alle Top-Zustand. Und ja, konnten wir einfach dann nicht liegen lassen, gab es für 2 Euro. Und für 1 Euro habe ich dieses Spiel mitgenommen. Und zwar ich überlege gerade, wie es ausgesprochen wird. Cognacne? Keine Ahnung. Hier steht das leider nicht drauf richtig, wie das ist, weil es ist nur so ein Logospiel. Auf der Suche nach der kristallinen Kugel muss ich, ja, nicht das, ach, die Tüte ist aufgerissen. So, damit ich das sehe. Und zwar ist das so eine Postkarte gewesen von Edgar. Ja, hier sieht so eine Postkarte. Und da ist so eine Mini-CD-ROM mit einem, ja, Spiel drin. Und ja, man muss aufpassen, das ist hier natürlich jetzt, der Kleber hat sich gelöst, so könnte die CD rausfallen.
Das ist so ein Werbespiel. Werbespiele findet man auch nicht mehr alle Tage. Und ja, hier ist sogar Tomb Raider da drin. Das wird gesponsert von West, von VW. Ich vermute mal von Eidos gesponsert. Joint Cola. Fit for Fun vom Magazin. Und ja, wie gesagt, gab es für 1 Euro. Und da habe ich gesagt, komm, das nehme ich mit. Sowas finde ich witzig und sieht man die alle Tage. Das sind halt die Werbegames. Also Werbegames, wenn ihr die findet, sind sehr, echt selten geworden, weil viele haben die weggeschmissen. Ich habe früher in der Vergangenheit auch sehr viele gehabt. Ich habe von West Zigaretten auch mal so einen Shooter gehabt, so auf einer CD und ach, eine ganze Menge. Dann habe ich alle abgegeben. Aber jetzt suche ich sie wieder oder sammle ich mal wieder, wenn ich sie finde, sagen wir mal so rum. Gut, dann fange ich an gleich mit meinem persönlichen Highlight aus dem Gameslot, was wir gefunden haben. Ich habe dann, mein Bruder hatte noch mal was anderem geguckt. Da, ich glaube, weiß ich, bei Büchern hat er, glaube ich, geguckt kurz. Und ich habe dann bei einem, diesen Semi-Händlern, ein Gerümpel ein bisschen geguckt. Der hatte ein paar PlayStation 1-Spiele da liegen, aber auch sehr viele Kopien. Das fand ich nicht so gut. Der war auch ganz offen, fragte so, was will er denn haben für die PlayStation 1-Spiele? Dann sagt er, ja, je 5 Euro. Das meiste war einfach Schrott, Sportspiele, FIFA und so weiter. Aber das allererste, was mir sogar gleich als Auge fiel, war eine Promo. Und zwar Tocker World Touring Cars. Ist jetzt ein Autorennspiel, nicht das Besondere. Er wollte, wie gesagt, 5 Euro. Ich habe dann auf 4 runtergehandelt. Später sagte er mir, ja, normal sage ich 6 Euro, ja, bla bla bla. Ja, ist auch egal. Aber das Handbuch war auch noch dabei. Es war da reingeklemmt. Ich klemme es aber nicht mehr rein, weil das ist ein bisschen dicker. Das macht mir noch, geht nachher mir kaputt. Aber für meine Promo-Sammlung, ne, Games Promo Archive, passt super. Wird das dann auch präsentiert. Finde ich klasse. Eben halt Handbuch und die schöne Promo. Für 4 Euro, da sage ich echt nicht nein. War super. Ja, 2 weitere Spiele, die mein Brüderchen gefunden hat. Bei einem Händler, wo ich auch ein bisschen angeeckt bin, weil ich ja auch ein Spiel wollte ich auch haben. Oder ein Spiel, es war glaube ich irgendein PlayStation, eine PlayStation-Hülle mit irgendeinem Download-Code, aber eingeschweißt. Und ich fragte, was er haben will. Und er hat einen viel zu hohen Preis genannt. Und ich sage, komm, ein bisschen viel ist das schon. Und dann habe ich nur, ich war nicht mal viel, er hat auch 5 Euro, es war aber wie, im Endeffekt wie eine Leerhülle. Und ich dachte, komm, wie wäre es mit 3? Ich wollte dann hoffen, dass er 4 sagt. Aber so unhöflich mir dann gegenüber angepfeift. Ne? Ja, entweder ich bezahlst du 5 oder du lässt es liegen. Und dann habe ich gesagt, ich lasse es liegen, weil er dann mir auch zu frech kam. Dennoch, bei meinem Bruder hat er gehandelt, weil er hat 2, 3 DS-Spiele gefunden, die in der Sammlung meines Bruders noch fehlen. Und ja, sollten je 15 kosten. Mein Bruder hat dann, er sagte von Anfang an, weil wenn er beide zusammen 25 und mein Bruder glaube ich 20 bezahlt für beide zusammen. Somit hat er schon 10 Euro gespart. Und zwar geht es um Mario Tennis Open in 3DS und um Mario Party, the Top 100, 100 Minigames aus den Mario Party Spielen. Ja, ist auch alles drin, also die Module und Anleitung und Flyer gedönst, alles dabei. Ja. Sind auch sonst ja, ein bisschen halt Abnutzung auf der Hülle, aber ansonsten top Spiel, kann man echt nichts gegen sagen. Genau, und dann haben wir schon ein bisschen andere Spiele gefunden. Ich guck gerade, genau, die 2 Spiele haben wir an einem Stand gefunden. Da hat mein Bruder zusammen dann 8 Euro bezahlt, obwohl man wollte eigentlich zusammen einzeln gefragt hatten wir für PlayStation 2 5 und Xbox 360 wollte man 8 Euro das Stück haben. Aber es geht um Ultimate Marvel vs. Capcom 3, ist auch alles dabei. Und Spartan Total Warrior für die PlayStation 2. Naja, zusammen sagte er dann 10 und wir fragten dann 8 und dann haben wir sie für 8 mitgenommen. Im Endeffekt haben wir sozusagen das jetzt umsonst gekriegt. Lässt sich, kann man auch nichts gegen sagen. Ja, und dann haben wir noch einen anderen Händler gesehen, der hatte eine ganze Menge 360-Spiele und ein PlayStation 4-Spiel interessanterweise. Waren jetzt auch nichts Weltbewegendes dabei. Er wollte je 3 Euro haben. Ich habe im Endeffekt dann 8 Euro bezahlt zusammen. Und zwar geht es um Sonic All-Star Racing Transformed.
Das hatte ich selbst nur als Promo, jetzt haben wir es nochmal als physisches. Ist jetzt hier die Klassik-Edition, aber ist in Ordnung. Wie gesagt, 8 Euro für 3 Spiele, kann man echt nicht sagen. Und Marvel's Avengers haben wir jetzt auch noch nicht gehabt, ist auch alles dabei. Die Download-Codes, gut, die werden benutzt sein, aber ja, das Spielhandbuch, wenn man es noch Handbuch nennen möchte, und das ging. Ja, und noch für 3 Euro der ein PlayStation 4 Spiel, und zwar Wolfenstein The New Order. Gab es im Endeffekt, wollte auch nur 3 Euro haben. Durch 8 haben wir ein schönes Bundle gehabt. Und das Witzige war, als ich dann das aufgemacht habe später, war noch ein PlayStation 4 Spiel da drin, in dem Wolfenstein. Und zwar The Amazing Spider-Man 2. Die war lose da drin. Somit habe ich noch ein Spiel bonusmäßig oben drauf bekommen. Ja. Und wir haben eigentlich recht schöne Sachen gefunden. Und das war's auch. Das war die kleine feine Ausbeute. Mit ein bisschen Stress, wie gesagt, mit den Händlern, weil das war ein bisschen nervig. Das hat mich ein bisschen genervt irgendwo. Dass da so komisch, ja, dass sie einfach keine Handlungsbereitschaft mehr haben. Die privaten Leute, ja, die Händler selbst werden immer angepisster, werden immer genervter und kälter, und das macht keinen Spaß mehr. Deswegen ist auch der Grund, warum wir bei Händlern eigentlich ganz selten einkaufen. Wir gucken immer, wenn man mal was Besonderes findet, wie diesmal. Aber ja, es gibt auch das Gegenteil natürlich. Händler, die super günstig sind, die alles für einen Euro rauskloppen. Aber da war jetzt auch nichts dabei, und mit denen habe ich heute nichts zu tun gehabt. Naja, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das soll es gewesen sein. Mehr habe ich nicht. Das war der vorletzte Flohmarkt in diesem Jahr. Der letzte ist am 8. Dezember. Somit habe ich nach diesem Flohmarkt-Video erstmal eine längere Zeit keins. Aber es heißt nicht, dass ich nichts mehr habe. Es gibt genug zum Zeigen, und ich war genug unterwegs, sodass ihr nicht Langeweile haben werdet. Genau. Das, wie gesagt, weiter ist es dann liken, teilen, abonnieren und kommentieren. Komm, sagt mir, was ist denn hier euer Highlight? Für mich bleibt es der verrückterweise auch dieser kleine Mauspin von Microsoft und die Promo. Sowas ist irgendwie einfach spaßig, wenn man das findet. Und ja, das war's jetzt. Viel Spaß noch mit dem Überblick, und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder.